Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Wie ihr seht, habe ich mittlerweile eine volle Geldbörse zu 100 Rubine. Und ich hoffe, das reicht zumindest vorerst mal. Ich meine, ich muss natürlich schauen, dass diese Witzfigur jetzt erst einmal hierher kommt. Aber mit 200... einer Geldbörse von 200... Es sei denn, ich habe einfach viel Pech und ich stoppe es irgendwie jedes Mal falsch ab. Müsste das eigentlich wirklich ausreichen. Weil das ist schon sehr viel Kohle. Ich meine, gut, ich habe nicht so viel Glück in letzter Zeit und bekomme immer nur einen Rubin. Das ist schon mal besser, glaube ich. Ich habe ja auch am Anfang ein paar rote immerhin bekommen. Aber ja, wenn man davon absieht, ist das hier ein bisschen schwieriger. So, versuchen wir es jetzt vielleicht nochmal. Ich weiß schon, wenn dieser Ton kommt, übrigens, dass es nichts wird, denn der Ton, wenn ein Herzteil kommt, ist ganz speziell und den kann ich hier nicht nachmachen. Gemein ist, ich habe nicht die Hymne der Sonne spielen können, damit er erscheint, denn die Hymne der Sonne stellt von 12 auf 0 Uhr, wie gesagt, und das hier ist von 18 bis 21 Uhr. Das bedeutet, was ich machen muss, um hier zu kommen, ist trotzdem noch, dass ich vor den Toren praktisch warten muss, bis die Zeit runterläuft. So, da hinten war ich jetzt wieder zu spät dran und ich hoffe, dass es mich nicht wieder zurückbeißt. Das hoffe ich wirklich, weil ich habe keinen Bock, das hier ewig zu machen. Das ist einfach nur nervig. Ich weiß auch nicht, ich gehöre nicht zu den Leuten, die das hier schnell schaffen. Da gibt es andere, die hier mehr Glück haben. So, komm, probier es nochmal. Hä, warum ist da nichts? Hallo? Beweg dich. Da muss was sein. Wow, danke. Gut, wenigstens hat es einigermaßen zur Kompensation ausgereicht. Aber ihr seht, wenn die nicht kann, wenn er nicht auf seinem absoluten Lieblingsort steht, ja, dann wird das nichts. Und das ist relativ nicht immer einfach zu bestimmen, sagen wir so. Jetzt, was hat jetzt wieder nicht gepasst, Leute? Moment, lassen wir da was vor. Vielleicht jetzt. Ja, nice. Super. Ja, also, ich würde jetzt nicht wundern, wenn keiner hier mehr zuschaut. Der Navi, was soll ich machen? Es ist halt ein scheiß Herzteil. Was kann ich dafür? Weil es halt einfach wirklich random ist und das mache ich eigentlich. Ich meine, die Idee ist ja gar nicht so schlecht, aber dadurch, dass es random ist, ist das einfach nur nervig, weil wenn man jedes Mal warten muss, bis dieser Kratler sich nach da hinten bewegt. Junge, sag mal. Ich grabe jetzt einfach mal hier, das reicht da wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Ich meine, ich habe genug Geld, das soll jetzt nicht das Problem sein. Ist das eigentlich dein Ernst? Komm her. Grabe. Nicht nur ein Rubin, grab was Besseres aus. Sag mal, solltest du dich ein Schnüffelhund sein, Boris? Oder gut, wobei ich beleidige im Moment jeden Hund. Von daher soll ich das vielleicht eher nicht sagen, weil ich meine, schau dich den Typen mal an. Nö, der hat keinen Bock. Gut, dann ist da halt nur eine Sache, das akzeptiere ich jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt einfach mal so als Fakt hin. Obwohl der ja eigentlich Zweierzügel sind, da eigentlich mehr Platz sein sollte, aber nee. Da war nix. Vielleicht habe ich hier ein bisschen mehr Glück. Auch wenn er gerade ein bisschen schief vom Weg steht. Nee, das war genau in der Mitte. Und ich kriege wieder nur einen Rubin. Warum? So. Vielleicht nochmal. Warum nicht? Weil du ein Spuß bist. Deswegen, lieber Boris. Weil du ein A-Loch bist. Und was weiß ich. Ach, da könnte ich die Liste beliebig lang fortsetzen. Aber ich kenne so wenig hylianische Beleidigungen, deswegen... Ich meine, jede, die es gibt, würde nicht ausreichen für ihn, das ist klar, aber da ich sie leider nicht kenne, kann ich sie auch nicht aktiv anwenden. Nicht deine verdammten Rubin, du Arsch, ich brauch das Herzteil! Ah, beweg dich doch, Junge, Junge, schau dir an, wie langsam du bist. Los, beweg dich, beweg dich! Alter Link, chill. Wobei... Ja, koste dich die auch ran. Ja, aber ich überlege gerade eine gute Methode, ihn vergiften zu können. Ja gut, das ist jetzt nicht unbedingt ehrenwert, aber... Steh nicht rum, beweg dich.
Junge, beweg dich. Los. Oh, wie ich Boris und diese Aufgabe hasse. Oh, blauer Rubin. Juhu. Gut, probieren wir es jetzt hier nochmal. Ich meine, ihr habt zwar vorhin da schon angefangen, aber ihr habt gesehen, Rubine scheinen sich zu regenerieren. Ich glaube, so schlimm war es eigentlich noch nie. Also ich meine, es kam zwar schon vor, dass ich das hier zweimal machen musste, aber dass ich, glaube ich, 200 Rubine an diesem Lynch verschwendet habe, das kam tatsächlich, glaube ich, noch nie vor. Und wir sind jetzt wieder 5 Minuten drin und er gibt mir das scheiß Herzteil einfach nicht. Von daher würde ich mich, würde ich es jetzt sehr begrüßen, wenn wir dies, das hier hinter uns lassen könnten, okay? Ich möchte diesen Ton nie wieder hören, hast du verstanden? Wenn ich diesen Ton noch einmal höre, werde ich ihn mit einer Trillmaschine in dein Ohr reinrammen. Den möchte ich auch nicht hören, aber dein, damit kann ich wenigstens besser leben als mit diesem, oder wie auch immer man das macht, keine Ahnung. Junge. Also, wenn es eine Sache gibt, die ich bei diesem Spiel kritisiere, ist es das. Weil das ist einfach scheiße. Gibt auch... Nein, jetzt ist er von... Fuck, jetzt ist er von vorbeigelaufen, weil ich ja warten muss, bis er seinen Arsch hier nach hinten bewegt. Yeah. Ich meine, ich muss hier irgendwas machen, so. Wenn ich privat aufnehme, ist es ja gar nicht mal so schlimm, aber wenn man halt aufnimmt, habe ich das Gefühl, es ist die größte Zeitverschwendung, die man jemals aufgenommen hat. Alter, wenn ich jetzt keine Rubine mehr habe, dann kannst du mich mal. Du fetter Arsch. Mir reicht's einfach, okay? Also fällt jetzt dieses Drecksherzteil. Das ist doch echt nicht so schwer. Ah! Und dann beweg dich. Guck mal. Siehst du diese Stunts? Die verlange ich nicht mal von dir. Ich verlange von dir nur ein Lauftempo, was nicht gerade von einer Schnecke und einer Schildkröte überholt wird. Und sogar von einer Schnecke, die auf einer Schildkröte reitet. Also bitte. Habe ich dir nichts zu diesem Ton gesagt? Du wirst sterben. Du wirst einfach nur jämmerlich sterben. So. Ihr leckt mich. Leckt mich fett. So, und jetzt tue ich nicht Rage quitten, das zwar auch. Sondern ich mache jetzt einfach was anderes, weil das ist komplett unmöglich, wie ihr merkt. Einfach nur... Ja gut, unmöglich ist es nicht, aber es ist halt blöde Randomness. Ist mir jetzt auch echt egal. Ich mache jetzt hier was anderes. Und zwar... Redest du jetzt endlich mal mit Salia? Jana, will das sogar auch? Weil nämlich, ihr seht, wenn man abspeichert, wird man jedes Mal hierhin zurück teleportiert. Das ist als junger Links, so landet man immer hier. Für das erste Segment dieses Spiels. Und zwar möchte ich mich tatsächlich auf in die verlorene Wälder. Jetzt habe ich nur überlegt, ob ich zuerst die Skulptur holen soll oder nicht. Aber wisst ihr was? Ich mache zuerst das hier, weil hier gibt es nämlich auch einige Sachen, die ich erledigen kann. Und ich glaube, die kann man sich zuerst kümmern. Ja. Salia suchen. Ich suche Salia doch schon. Navi. Okay, eine Sache, die wir machen können, ist hier. Nämlich, wenn wir hier nach unten springen, gibt es hier hinten eine Kleinigkeit, die wir erledigen können. Also hoch da. Und... Ne, Moment. Warten, bis sie erscheinen. Jetzt. Stimmen unser Lied mit einer Ocarina ein. Wir fangen an. YXR. Okay. Gut, das ist jetzt nicht so schwer zu merken, sage ich mal. YXRL. YXRLR. Yay! Und wir erhalten... Junge, warum hast du das gezeigt? Ey, das hat sich ja mal voll gelohnt. Ja, es geht noch weiter, so, keine Sorge. Das war noch nicht alles. LYA. M, L, Y, A.
X. L, Y. Achso, oh scheiße, habe ich mich verdrückt. Ich habe mich aus dem B gedrückt. Ah, oh, scheiße, aber es muss... LRX, okay, jetzt muss man aber zum Glück nicht das von vorne nochmal machen, also keine Sorge. Das wäre ultra fies, aber das haben sie zum Glück nicht gemacht. MRX, R. LRX, R. RX, R, Y. LR, X, R, Y. Fällt euch was auf? Obwohl das hier im Prinzip eines der langwierigsten Sachen im Spiel ist, ist es einfach so viel spannender als diesen Boris Babas Hüsse sehen, wie er einfach unfähig ist, das verdammte Herzteil auszugraben. Also von daher, ich meine, klar, ich bin jetzt bei einem etwas langweiligeren Sidequest in diesem Spiel. Es gibt noch bessere. So, jetzt geht's nämlich hier um die Wurst. Jetzt kommt das ultimative Lied. Ja, wir stimmen ein. Okay. Gut, dann beginnen wir mit R, L, R. Soll mir recht sein. Okay, gut. Ich meine, wenn ihr meint, dann ist es nicht so schwer. Ich werde mich da auch nicht beschweren. Es werden jetzt auf jeden Fall die maximale Anzahl an möglichen Noten gespielt. Okay, das war jetzt ein ziemlicher Sprung. Weil man kann, glaube ich, insgesamt 7 oder 8 Noten spielen. Auf jeden Fall wird hier jede einzelne genutzt werden. Das kann ich euch schon mal sagen. Und ich sehe gerade, der Fokus liegt sehr auf L, auf RL. Oh, so, jetzt habe ich mich durcheinander gebracht. Gut, klappt alles. Was kommt jetzt? Weil ich meine, meistens arbeitet man eher seltener damit. Aber das ist nicht einfach wahllos was gespielt wird. Sondern das, was hier gespielt... Sorry? Das, was hier gespielt wird... da gibt es schon immer wieder die gleichen Melodien. Es ist eben eine Liste davon, damit es sich auch irgendwie nach was Richtigem anhört. Aber ja. So, und das waren jetzt... Sind das tatsächlich 8 Noten? Also ich habe mich nicht geirrt. Gut. Okay, also ich habe noch niemals so oft R und L hier. Aber ist egal, wir erhalten dafür ein Herzteil. Yeah! Gute Sache, okay. Ich meine, wenn Boris es uns nicht geben will, besorgen wir es uns halt hier. Ich meine, wir sind ja flexibel, gut. Dann ist jetzt die Frage, was ich jetzt mache. Hier gibt es einen kleinen Trick, wie man hier durchfinden kann. Nämlich, lauscht mal der Musik. Wenn man nichts hört, ist es schlecht. Und hier höre ich irgendwo was. Ah doch, hier. Genau, genau. Und jetzt, wenn man hier hingeht, auch da hört man was, also kann man auch hier durch. Und so findet man hier im Prinzip relativ gut durch. Das hier ist im Moment noch von wenig Interesse für uns, weil ihr seht, wir gehen hier rein und... Ach man. Aber immerhin Goronia, das werden wir noch früh genug wiedersehen. Also merkt euch den Namen mal. Okay, da hört man keine Musik, wie ihr merkt. Nein! Willkommen, ich hab dich erwartet. Schön, dich wiederzusehen, Link. Hör mir gut zu. Hier in den verlorenen Wäldern wirst du die heilige Lichtung finden. Dies ist ein Ort, den bisher nur wenige Leute betreten haben. Oh, still, ich höre etwas. Ich höre eine fremde Melodie. Kannst du sie auch hören? Nein. Hörst du sie nicht? Da 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 da. Doch, wir hören sie. Hör bitte damit auf. Soll ich etwa nicht noch einmal eine Zugabe geben? Nein. Gut, beweise dein Geschick und finde den Weg durch den Wald. Verlasse dich auf dein Gehör und du wirst schon bald dein Ziel erreichen. Gut, bitte geh einfach. Ich bin dann glücklicher. Finde ich auch mehr gut. Hier hört man wieder Musik, also hier hin. Das ist interessant. Für den Moment, aber ja, können wir da überhaupt nichts machen, sage ich mal. Also von daher. Gut, hier hört man keine Musik.
Von daher kann man hier hingehen. Man kann sich natürlich auch einfach diesen Weg merken, sag ich mal, aber... Hä? Ah doch, hier lang. Okay. Habe mich mal die Musik gefreut, weil ich habe es nicht so laut eingestellt, wisst ihr wissen. Ja. Ich habe es nämlich nicht so laut eingestellt, die Musik, müsst ihr wissen. Ganz einfach, weil... Ja, ich ein bisschen leise aufnehmen muss, damit das Mikro auch nicht übersteuert. Das ist, glaube ich, in unserem aller Interesse. So. Jetzt muss man sich ganz auf die Musik verlassen, habt gesehen. In anderen Fällen konnte man auch noch ein bisschen sehen, was im Screen los ist. Aber da das hier die letzte Station ist, müssen wir uns einfach auf die Musik verlassen und sie führt uns hier hin. Cool. Oh, guck mal. What the? Ah! Nimm dein Schild. Nimm dein Schild. Gut. Brava Link. Brava Link. Also, das ist ein bissiger Wolfers. Lass ihn herankommen, macht aus seiner Bewegung und schlage ihn, wenn er unvorsichtig wird. Gut, also... Ich hatte gesagt, nimm dein Schild. Ja, aber doch mein Schild. Jetzt müssen wir warten, bis er schlägt. Und... Dann können wir schlagen. So funktioniert das. Ihr seht, er kann nicht wirklich viel machen im Moment. Vor allem, weil dieser Wolfers eben einen sehr harten Panzer hat. Aber so kriegen wir ihn einigermaßen klein. So, genau. Ansonsten seht ihr, was das Problem ist. Gut, man kann es auch tatsächlich versuchen, indem man auf ihn rausspringt. Irgendwann wird man ihn schon treffen. Aber... Ach, er halte ich nicht wirklich für empfehlenswert, weil das einfach auch sehr lange dauert. So. Und es reicht, um die Tür zu öffnen. Wir haben ja schon mal, als wir die Hymne der Sonne geholt haben, so auch eine Tür geöffnet. Das finde ich ungewöhnlich. War ich auch immer für nicht vorbereitet. Weil, ja, das ist schon... Eher etwas, da hätte ich... Also, ich glaube, das erste Mal dachte ich sogar, als ich hierher kam, die kann man übrigens umbringen. Das sind normale Dekus, keine Deko-Brüder. Die Deko-Brüder geben einem ja dann noch was. Die nicht, das sind ganz normale Dekus. Also von daher, einfach abstechen. Läuft schon. Ist ja nicht so, als wären die Dekus irgendwie Freunde, so wie in Majora's Mask, wo sie durchaus eine gesteigerte Rolle bekommen hatten. Nee, hier ist es egal. Das ist aber ein verrückter Laubkerl. Das ist kein Laubkerl, das ist ein Deku. Ich weiß nicht, warum sie Laubkerl übersetzt haben. Sie haben alles hier ein bisschen komisch übersetzt. Aber ich meine, das Spiel ist dafür trotzdem legendär geworden. Also von daher wundert es mich ja eigentlich, dass sich doch die alten Zelda-Bezeichnungen durchgesetzt haben. Gerade weil dieses Spiel doch sehr richtungsweisend war. Egal. Los. Komm her, komm, komm, komm. Yeah! Und jetzt... Du hast dich zu cool gefühlt und wurdest zweimal getroffen, Link. Das ist so klar. Navi, bitte hör auf. Ich sag dir nur, wie es ist. Ich muss eine gute Lehrerin sein. Du bist meine Lehrerin? Ja? Oh, schaut mal. Ein Baum, ein Eingang, zu dem wir jetzt nicht hin können. Und Salia, die wir endlich wieder sehen. Hallo? Ich wünschte mir Link wäre... Oh, ich habe auf dich gewartet, Link. Dies ist die heilige Lichtung, mein Lieblingsort. Ich spüre etwas. Dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein. Das kann ich fühlen. Meinst du das pathetisch, oder? Frag nicht nach. Spielst du hier die Ocarina, kann ich dir zeigen, wie man mit den Geistern des Waldes spricht. Machst du mir eine Freude und spielst mit mir? Ja, klar. Versuche die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen. Bist du bereit? Ja, sie hat die gleiche Ocarina wie ich. Sie hatte schon mehrere doppelt. Okay, RYX. Gut, dann machen wir das doch mal. So. Genau. Auch einer der catchigsten Themes der Zelda-Geschichte, der Kokiri-Wald. Wie wunderschön. Du darfst dieses Lied nie vergessen, versprich es. Willst du meine Stimme hören, so spiele Salias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Was? Wie? Ja, die Ocarina hat eine Sprachfunktion. Echt? Krass. Ernsthaft? Schaust du jetzt so fasziniert? Ja, das Ding hat eine Sprachfunktion. Nice. Willst du meine Stimme hören? So rufe einfach damit an. Ja, im Prinzip, wie wenn man individuelle Nummern zu weiß, so ist das auch hier.
Und damit hätten wir auch das erledigt. Das ist aber nicht das Letzte, was wir in den verlorenen Wäldern machen können, keine Sorge. Aber da wir auch hier Salias Lied verwenden müssen, dachte ich, ich hole es mal. Und jetzt gibt es hier eine Kleinigkeit, um die ich mich kümmern möchte. Dazu muss ich aber zunächst diese Milch nehmen und austrinken. Sie heilt ja 2x5 Herzen auf, von daher ist es immer noch Milch da. Und ich trinke es einfach nochmal. Weil, ja, ich meine, klar, 5 Herzen sind im Moment noch ganz gut, aber nicht so gut wie das, was hier drin ist. Nämlich eine Feenquelle und die epische Musik. Sie spielten fast jedem Zelda im Titel und ich finde diese Musik einfach genial. Also von daher werde ich da jedes Mal mich mein Leben freuen, wenn die abgespielt wird. Gut, aber ich denke, dann können wir jetzt auch den Part an dieser Stelle beenden. Ich werde dann im nächsten Part noch ein paar Sachen in den verlorenen Wäldern machen. Nein! Link, hat Sale dir ein Lied beigebracht? Ja, du Stalker. Ah, das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Ich hörte, dass an anderen Orten ebenfalls die Möglichkeit besteht, Lieder zu erlernen. Zum Beispiel in Hyrule. Wir sind hier in Hyrule! Aber, ich meinte Hyrule-Stadt. Hältst du die Ocarina mit dem Ocarina-Symbol, werden Notenlinien erscheinen. Ich empfehle dir hier, eines der Lieder zu spielen, die du erlernt hast. Du kannst natürlich auch ohne Notenlinien spielen, aber auch das macht Spaß. Das muss ich dir nochmal sagen, oder? Nein. Achso, mir dünkt, du hättest es nicht verstanden. Alle Lieder, die du lernst, werden dir im Statusmenü angezeigt. Berühre in diesem Menü das Symbol in der rechten unteren Ecke. Wähle das Symbol für die Melodie aus, um zu sehen, um welche Melodie es sich handelt und wie sie heißt. Lerne Melodien, die du häufig benötigst, auswendig. Das habe ich doch alles schon gemacht! Oh, na, da kann ich ja gehen. Ja, sage ich doch, Junge! Also es ist irgendwie, dass es die erste Melodie sein soll, die wir lernen. Aber achte ich ehrlich gesagt für unnötig. Ihr seht es auch hier. Gut, eigentlich ist Zeldas Wiegenlied ganz oben und Salisdil ist ganz unten, deswegen verstehe ich es nicht ganz, aber ich weiß auch nicht, warum Kepora geboren ist, das dann so wiederholt. Okay, wie gesagt, danke für die Aufmerksamkeit für diesen Part. Bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda Ocarina of Time.